Ein Problem, insbesondere seit der Corona-Pandemie, indem man eine durchaus berechtigte Hypothese, und die Laborhypothese ist eine berechtigte Hypothese rein von Anfang an gewesen, als Verschwörungstheorie brandmarkt und damit eben jegliche wissenschaftliche Auseinandersetzung eigentlich damit beerdigen möchte, das schadet nur der Wissenschaft. Man hätte von Anfang an eben auch offen die verschiedenen Hypothesen diskutieren müssen und auch die Argumente austauschen müssen, übrigens auch in öffentlichen Podiumsveranstaltungen, zu denen ich immer bereit war und auch dazu aufgefordert habe. Leider ist es dazu bis zum heutigen Tage nicht gekommen, weil eben offensichtlich diese Debattenkultur nicht existiert. Dass jetzt aber diese Debatte in den USA, wo sie auch als Verschwörung abgecancelt wurde, aufbricht und vielleicht auch bald in Deutschland aufbrechen wird, ist das ein später Sieg der Freiheit?